Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Hier stehen einige anscheinend verwirrte Damen. Und wir suchen aber jetzt heute erst einmal dieses Teil hier von Subjekt 16. Ich habe keine Ahnung, wo genau das Ding ist. Aber es muss hier irgendwo sein, laut Karte. Beziehungsweise laut den Informationen, die ich habe. Ist das hier... Aber 22 Meter unter uns. Warum denn 22 Meter unter uns? Nee, über uns. Das ist über uns. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Wird das weniger so? Ist das da droben? Hey, ich verstehe nicht, wo das Ding ist. Oh, Hallöchen. Oh! Ich hab den jetzt mit dem Ding erschossen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Schwert ziehen. Shit. Hey, das ist schon unter uns, oder? Ich muss jetzt mal ganz kurz in die Aufzeichnungen schauen. So, wo bin ich? Da bin ich. Aventino. Eine ganze Reihe von Kolinen. Nur einer 7 Hügel rum, auf denen die antike Stadt errichtet wurde. Aventino war ein Fort. Er wurde die Gesetze verlassen, dass es Plebejern erlaubte, Grundstück zu erwerben. Und so wuchs die Stadt schneller. Aber der Stadt, also dieses schnelle Wachstum machte die Stadt. Oh. Angriffe gehören erst nach. Ja, ich weiß. Eine ganze Reihe von Koordinaten, die schon über diesen Orten, ja. Ach, das ist irgendwo hier. Das ist nicht... Ach ja, natürlich. Das ist natürlich nicht gleich hier. Das ist natürlich irgendwo hier. Ach, fix. Da hätte ich ja natürlich dran denken können, auch mal. Pfosten. So, also müssen wir das Ding erstmal suchen jetzt. Wo ist Objekt 16? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, nachdem ihr mich umgeschubst habt. So, da ist bloß eine Bank. So, wo könnte jetzt der Scheiß sein? Das wollen wir, ich sehe das Ding ja bloß, wenn ich im Adlerauge bin. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Was? Weil ich eigentlich jetzt das ganze Ding hier außenrum absuchen muss. Das könnte überall sein. Ich gucke jetzt kurz mal an dem Turm noch außen vorbei, weil das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, hier was zu verstecken an dem Turm. Da hinten ist ein Schmied. Ah, da oben. Ich sage es doch. Ich sage es doch. Auf dem Turm. Boah, das kriege ich irgendwie Kopfschmerzen von, wenn ich die ganze Zeit im Adlerauge bin. Alter, boah, ich muss jetzt mal kurz rausgehen. Das ist ja unerträglich. So. Na. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nein, das auch nicht. Jetzt ist wieder die Scheißfrage, wie komme ich da rein? Boah, Leute. Ernsthaft? Okay. Okay, Leute. Weil das ist teilweise... Also, was heißt teilweise? Es ist insgesamt richtig scheiße gelöst. Wie man da reinkommt. Komme ich nicht rum, ist das Problem. Da, ich komme da... Nein, ich komme bloß dahin. Na, hallo! Hey, Desmond. Alter, das war knapp. Okay. Cluster 2.
Laden. Laden. Das Individuum hat nur den eigenen Gewinn vor Augen und wird dabei, wie in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand zu einem Ende geführt, das nicht in seiner Absicht lag. Sagt wer? Ich kann es nicht lesen, aber unsichtbare Hand war eigentlich Adam Smith. Oder? Laden. Die... Nee, was steht da? Die Größe... wie kann ich das bewegen? Ah, okay, jetzt hat... Ah, okay. Oh, das dreht das Ding in der Mitte mit. So eine Scheiße. Okay. Das dreht auch das Ding in der Mitte mit. Okay, und das hier? Dreht nur das Äußere. Das Äußere. So, zack. Der weitaus größere Teil dieser Güter, dieser Objekte der Begierde werden durch Arbeit hergestellt. Und sie können vervielfältigt werden. Nicht nur in einem Land allein, sondern in vielen, fast unbegrenzt, wenn wir bereit sind, die erforderliche Arbeit zu investieren. Laden. Laden. Okay. Ach so, ich sehe am Anfang das komplette Bild. Ah, okay. Und dann, nein. So, dann das hier. Dann das Äußere. Und dann das hier. So, das Problem ist, hoppala, das hat jetzt das hier verdreht. Aber das hier kann von alleine verdreht werden. So, lala. Ein großes Reich wurde etabliert, zu dem einzigen Zweck, eine Nation von Kunden heranzuzüchten. Es kann nicht schwer sein herauszufinden, wer die Erfinder dieses ganzen Konsumsystems waren. Nicht die Konsumenten, sollte man meinen, deren Interessen völlig vernachlässigt wurden, sondern die Produzenten, um deren Interessen sich so umfassend gekümmert wird. Laden. Laden. Okay. Okay. So. Ach so, okay. Och nee. Och nee. Das gehört so. Den drehen wir dann so hin, genau. Und das dreht jetzt wieder das Innere. Na geil. Das gehört so. Nein! Sollst du ihn nicht drehen. So. Ein Land, das Anstrengungen unternimmt, die Einwohnerzahl zu erhöhen, dessen Lage gut ist und dessen Bewohner eine Begabung für den Handel besitzen, wird stets zu den Gewinnern gehören, solange die Arbeit und der Fleiß seiner Bewohner gut verwaltet und sorgfältig gelenkt wird. Laden. Laden. Lololol. Lolololololololo. Was war das denn jetzt gerade? Die Arbeiterschaft vergrößert sich, Bruder neben Bruder im Recht. Dann will ich mal das so sagen. Bruder neben Bruder im Laden. Recht, ne? Quarantänezone. Was? Shit. Was muss ich machen? Quarantäne. Ah, okay. Gehoben. Ich muss das eine finden und dann in der Zeit das nächste. Okay, aber das wäre wohl besser, wenn ich erst das eine finde. Und dann, das zweite. Das macht noch nicht viel Sinn. Aber okay.
Aber ich okay. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ja, ich hab doch schon was gefunden. Pfosten. Okay, gucken wir noch, noch einem. Ist hier noch irgendwo ein... Irgend so ein Auge dabei? Ah, da. Wo ist das Aquedotto Claudia? So, dann setzen wir mal den Marker auf der Karte. Gucken auf die Karte, wo ist es? Ach Gott, da hinten, da sehe ich ja wieder nichts. Okay, dann wird das jetzt mal eine, ich nenne es jetzt mal, Nebenmission-haltige Folge. Wir werden jetzt erstmal den Aussichtspunkt dort hinten machen. Sadala. Andiamo! Mangiamo! Na, nicht bremsen! Laufen! Ah, da kann das Pferd wieder nicht da runterspringen. Nein, nicht da hoch. Nicht auf das Pferd. Runter. So. Zack, abrollen. Ja, obwohl halt da nicht abrollen. Dann looten wir den ganzen Scheiß mal. Muskat. Und 142 F. Jetzt bin ich gespannt, wie das Pferd da runterkommt. Das rennt jetzt echt den Umweg dahinter. Na gut, okay. Mal schauen. Okay, wir können ein neues holen. So, zack. Und auf geht es. Ja, Zahltag für dich vielleicht. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Freunde, könnt ihr mal helfen? Oder mir wenigstens erklären, warum? Hey, kann er wenigstens mal angreifen? So. Können wir die Typen mal alle um... Oh, das war ein Verbündeter. Warum werde ich denn jetzt angegriffen? Ich habe doch nichts gemacht. Kann ja nicht wahr sein, Alter. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. So. Mal kurz da rein. Hoppala. Ball. Na, komm. So, da, wo ist denn da oben? Ist der Aussichtspunkt. Ich frage mich, wer immer diese Dinger dahin macht, diese Holzvorsprünge. Wie komme ich denn jetzt da hoch? So, drehen. Oh, was, jetzt juckt es mich am Hals. So, weiter. Und da hoch. Und da hoch. Hoppala. So, und dahinter. Das war... Null Problemo. My friend. So, lala. Nächster Aussichtspunkt synchronisiert. Und wir gucken jetzt mal. Ich will ganz kurz bloß mal. Nein, das wollte ich nicht. Dies wollte ich nicht. Ich wollte, nein, nicht Gemälde. Die Wahrheit. Wie viel haben wir hier? 10 Cluster insgesamt. Okay, nee, ich dachte, es wären 8 gewesen, aber okay. Ich lasse mich dessen eines Besseren belehren. Sehr gerne. Was ist das denn hier? Beschädigtes Aquädukt. Okay, da können wir anscheinend noch nicht hin. Das ist natürlich nicht so geil, wenn wir da noch nicht hin können. Dann aktivieren wir jetzt als allererstes mal das Ding da hinten. So, komm her. Komm her, Gaul. Nicht wegrennen! Herkommen! So, also dann akquirieren, ja. Aquädukt, akquirieren.
Dann aktivieren wir mal dort hinten. Ist das das Kolosseum? Hatten wir hier nicht auch was? Hi, hi! Entschuldigung. So. Einmal aktivieren, bitte. Für 530. Dort ist es uns wert. Weil wir es uns wert sind. So, Roms Einkommen auf 3140 gestiegen. Ja, darf ich jetzt mich mal bewegen? Okay. So, lasst mich mal schauen. War das nicht hier? Oder ist das nicht das Kolosseum? Oder wie oder wo oder was? Ja, das Kolosseum ist doch eigentlich in der Stadt, oder? Naja. Okay, dann, es wird, wie gesagt, das wird ein bisschen längere Folge. Wir machen jetzt nämlich den nächsten Aussichtspunkt dort hinten auch noch. Dort oben. Nee, das ist schon das Kolosseum, oder? Da war ja irgendwo da hinten an der Außenmauer, aber, war noch so ein Cluster. Ja. Keine Clusterbombe, sondern normales Cluster, ne? Haha. Hoppala, nicht da runterfallen. Treppe? Schaut schlecht aus mit Treppe. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, hier. Aber hier geht's nicht weiter, so eine Scheiße. Hier geht es nicht weiter. Nee, nee, ich will in die Rillen. In die... Der hält sich da nicht fest, Alter. Okay. Wenn du meinst. Komm ich da von innen nicht hoch, oder was? Da komme ich hoch. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Ah, na klar, es geht um eine Frau. Nein. Da hast du Unrecht. Hoppala, fast runtergefallen. So, hoch da. Hoch da. Na, will er nicht. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Ich verletze niemanden. Okay, das... Das war jetzt, nicht ganz so geil. Ich verletze keinen. Zack, Facekick. Da hinten hin. Da hinten müssen wir hin. So, da. Und zack. Schön. Muss mal kurz an die Außenmauer runterschauen jetzt hier. Obwohl, das, von hier aus sehe ich nichts. Von hier aus sehe ich nichts. Das muss ich schon oben machen. Obwohl von hier? Da war doch irgendwo. Na, hier sehe ich nichts. Okay. Oder muss ich da innen lang? Das kann aber eigentlich nicht sein, dass ich da innen lang muss. Das muss ich auch von außen können. Da stehen auch Steine hervor da hinten. Das sollte hier funktionieren, dass wir hier hochklettern. Naja. Mir kommt so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Als wäre ich hier schon mal hochgeklettert. So. Synchronisieren. So. Nein, nicht synchronisieren. No. Ich wollte eigentlich das Adlerauge aktivieren. Fuck it. So, Adlerauge. Wo ist das Ding? Nein! No! Ich wollte das Adlerauge deaktivieren. Alter Schwede. Okay. Jetzt erstmal weg hier. Und runter da.
Hat er überhaupt nicht wehgetan, bestimmt. So, jetzt hier von außen mal gucken. Das war irgendwo da oben, dachte ich. Weil das habe ich nämlich nicht geschafft gehabt. Das weiß ich nämlich noch. Das ist doch das Kolosseum. Da könnt ihr mir nicht erzählen. Könnt mir nicht erzählen, dass das nicht das Kolosseum ist. Salita. Ist das nach... Oh Gott, das ist nicht mal nach Alphabet geordnet. Das ist einfach willkürlich. Claudia, nee. Da, Colosseo. Markieren. Karte. Da ist es. Sag ich doch, dass da was ist. Okay, dann beende ich jetzt hier mal die Folge. Ich werde jetzt offscreen mal kurz suchen, wo diese Markierung denn ist. Und in der nächsten Folge werden wir die dann machen. Bis dann. Tschüss.